So, die alte Türtaktik. Sind sie denn bereit? Dankeschön für diese... Das ist doch scheiße. Aber dafür hat er mir gezeigt, wo es hier lang geht. Gehen sie mir aus dem Weg, ich will Zombies und so, ne? Was habe ich mir gedacht? Von wegen nur mal gucken. Tango down. Tango ist halt noch ein Kumpel. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin. Ich habe jetzt noch unseren letzten Stuff von letztem Mal verkauft. Ich war jetzt schon kurz da dran, kurz davor, mir für das Geld Nahrung zu kaufen. Aber das wäre ja total doof. Warum sollte ich das tun? Weil es clever wäre. Nein, nein. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt in dieser Quest, die wir jetzt machen, die natürlich sau schwer wird, also den ganzen Stuff rauszuschleppen, das meinte ich mit schwer. Da werden wir schon Nahrung finden. Das geht man davon aus. Wenn nicht, denn wir kommen ja wieder zurück und dann kann ich mir immer noch was zum Essen kochen. Trinken habe ich gern. Warum habe ich gern? Ich habe doch eben noch gerade was getrunken. Gut, dann muss ich noch was trinken. Bevor wir da reingehen, müsste ich noch was trinken. Und dann gibt es aber eh noch 12. Warte mal kurz, ich will mal kurz hier so. Siehste, hätte ich jetzt nie angehalten. Hätte es auch ein Stück gemacht. Naja. Okay. Das ist, ich hab heute auch wieder einen Renner, ne? Und? Das wird ein schöner Tag. Pass auf, bleib tot. So, na denn. Ab zu Quest. Und dann hoffen wir, dass das die letzte Quest war. Also in diese Richtung, dass wir dann da auch einen Fünfer freigeschalten haben. Offenbar ein Fünfer. Und dann eben halt zu Jen und so weiter. Und ihr wisst, ja, gut. Das wird wahrscheinlich bald so passieren. Und wer weiß, vielleicht brauche ich mir ja keinen Uschi bauen. Vielleicht kriegen wir sie ja. Als Belohnung. Na Mensch, der kommt mir aber auch bekannt vor. Aber hier hat man noch keine Quest gehabt. Jetzt stellt mir gerade die Frage, was jetzt näher wäre. Müsste ich jetzt hier oder lootet gegen Loot? Achso, hier ist ja kein Loot drin. Um den Shit den in die Karre zu schmeißen. Warten Sie mal. Hier schauen wir mal, wo wir hier durchbrechen müssen. Und da tätig denn auch parken. Halt! Ach Mensch. Ich hab's noch in diesem Moment gesehen und dann zack, bums, shit. Ja. Hier täten wir parken. Hier habe ich mich damals versucht, meinen Honig ein wenig auf Vordermann zu bringen. Also den Vorrat zu bevorraten. Weil da hatten wir nämlich eine kleine Wunde. Aber ich sag mal so, es hat dann nicht funktioniert. Ach, ist er ja. Habe nicht so viel Zeit, beeile er sich. Bevor er sich beeile, täte er nochmal nachladen. Reparieren und dann nachladen. Genau, das war mein Plan. So, seid ihr bereit? Na, dann lassen wir uns mal hier reichlich beschenken. Hallo. So, die alte Türtaktik. Sind sie denn bereit? Munition sparen. Jetzt bin ich aber sparsam. Na, ich lasse die Tür mal offen. So. Was hier? Uiuiui. Mann, ich habe jetzt gerade. Ist gerade ein bisschen schummerig geworden. Einfach so! Was soll das? Moment mal. Nee, ist richtig. Sag ich doch, Nahrung. Siehst du? Hab ich's nicht gesagt? Es ist alle da. The Chaos Gott sorgt für uns. Das ist mein Wunsch.
Er täte mir erfüllt werden. Was? Was? Ich sehe da einen Füß. Ich sehe aber auch hier Papier. Oh, warten Sie mal. Könnte ich den, ob ich den von hier aus erreiche? Halten! Da können Sie halten, wie Sie wollen. Sie müssen... Hallo! Aber ich bin doch hier! Hallo! Ach, das ist nicht die hellste Torte. La, 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 la. Sag mal, laufen die jetzt alle da lang? Nee, tun sie nicht. Er hat mich nur ausgetrickst. Hat mitgekriegt, dass er da nicht langkommt und zack, bums. Dankeschön! Für diese... Das ist doch scheiße. Aber dafür hat er mir gezeigt, wo es hier lang geht. Gehen Sie mir aus dem Weg, ich will Zombies und so, ne? Alter, meine Orientierung ist... Oh, Alter, hört auf mit dem Scheiß. Das ist ein Grüner. Könnt ihr nochmal kurz die Türen benutzen? Dankeschön. Tür? Danke. Aber bitte, warten Sie. Ich war noch nie so weit. Das ist die geilste Tür ever. Die werde ich in Ehren halten. So. Man muss es ja auch nicht übertreiben. Mich durch, ich hab da was gehört. Mann, was habe ich denn heute schon wieder für eine Klimper an? Das ist ja voll der Dream. Sorry. Warten Sie mal. Gut, ich habe wieder die beste Auswahl. Warten Sie, lassen Sie mich wenigstens darauf hin. Ja, also, was, was? Das ist ja noch eine. Mama, ich bin schnell. Manchmal. Haha. Warum renne ich denn weg? Ich bin doch bewaffnet. Och, das sind schon wieder zwei Grüne. Och, Mann! Der hat mich geschoben. Gewalt! Ich bin schon wieder verletzt. Das war aber knapp. Ich hab doch da rumgeballert. Warum haben die das ignoriert? Alter, zum Glück habe ich hier noch Munition. Weil damit haben sie nie gerechnet. Gut, ich habe da auch nicht mit gerechnet, dass da so viele Zombies sind, da sind. Ich habe mit zwei gerechnet. Was sind da? Gut, jetzt sind da bloß noch zwei gewesen. Aha. Aber was lernen wir? Die können nichts. Ich habe es trotzdem überlebt. Mit einem blauen Auge, aber ich habe es überlebt. Die Musik spielt gerade meine Gefühlslage. Entschuldigung. Aber ich muss noch da oben hin, ne? Hallo, ist hier noch jemand, der das nicht mitgekriegt hat, dass ich hier rumballer wie ein Wahnsinniger oder so? Alter, was ist denn hier los? Alter, Bücher lüftet aber heute richtig, wa? Also richtig. Nein. Nicht verbrennt. Nee, warte mal, den sollte ich mal kurz machen. Aber ich habe zwar gesehen, dass da nichts ist, aber... Siehst du, da ist nichts. Nicht, dass das jemand gesagt hat, aber ich wollte bloß mal zeigen, ne? Also... Ich hielte für informationsreich. So. Na denn. Denn wollen wir mal nach oben, wa? Wollen ist nie das richtige Wort. Warte mal, Moment mal. Es geht noch nach unten? Moment mal, ich brauche eine Tablette. Auch was für die Kopfschmerzen.
Und das muss von alleine heilen. Ja, ja, du musst von alleine heilen. Heilenderweise. Sehr viel kaputt. Nicht sehr viel ausweichbar. Kann man ein bisschen vorgreifen? Nicht so wirklich. Ja, denn so, ja, so ist ja egal. Oh. Das ist aber sehr, sehr verräterisch. Nur mal gucken. Nur mal gucken. Das habe ich mir gedacht. Von wegen nur mal gucken. Tango down. Tango ist hat noch ein Kumpel. Der Kumpel will noch nicht down sein. Jetzt ist er aber trotzdem. Sorry, ich rede immer so. Ach ja. Switcher, switcher, switcher. Alter, hier sind aber wirklich viele Bücher heute. Da tät mir ja richtig krass freuen. Oh, voll krass, wisst ihr? So voll krass. Also Günther krass. Kann ich rinkommen, ohne dass ihr ausrastet? Ja, sonst müsste man wieder ausrasten und das können wir heute mal versuchen ohne Ausrastung. Sprach er. So. Warten Sie mal kurz hier. So, zack, bums. Was wie jetzt? Das ist aber. Das sind's wir. Wo denn? Da. Balla, balla! Spider? Da sind aber noch mehr. Das ist nicht nur einer, da ist noch einer. Aber die sind schon blöd zum Springen. Immer rinhalten. Ich saß nicht ungerne. Ihre Dummheit kommt mir entgegen. Ich weiß nicht, was Wort ist. So, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt hier in diesem Raum alles ist, ne? Also, nur noch unten Keller. Keller ist nicht gut. Ich hab Tanz der Teufel gesehen. Ich will nie in den Keller. Aber gut. Ich will nie in den Keller. So, bitte. Ja, gut, ich könnte auch die Axt nehmen und so. Und boah, ja, ist mir klar. Aber die Triche sollten eigentlich rein theoretisch schneller. Also immer durchlaufen und dann ist gut, ne? Also rein theoretisch sollte sowas schneller gehen. Ey, das ist doch voll der Stinkefinger, wa? So, Richtung, Marsbecher. Alpha 18, 19, 20, 3000. Ah ja, das mit dem Marsbecher, das war mal so ein Mars. Aber das Mars ist voll! Daher. So. Das, Moment mal, warten, ja, kann ich ja trotzdem nehmen. Brauche ich ja so oder so. Kohle brauche ich nicht. Flümchen brauche ich auch nicht. Blümchen brauche ich nicht. Blümchen haben wir zu Hause. Brrr. So. Man hier draußen irgendwas? Irgendwas killbares? Nö, killbares im Keller. Pass auf, und das war jetzt alles bloß Pillepalle. Der Horror, wie gesagt, wartet unten im Keller. Achso, gut, hätte nichts gebracht. Ich wollte gerade sagen, hätte ich mich auch hier so durch und dann von oben runterballern können? Hm. Das ist eine gute Frage, Karbin. Das ist eine ganz gute Frage. Ach, ruhig weiter. Aber guck mal, wir waren noch unten im Keller gewesen. Haben wir da? Haben wir da oder haben wir da nie alles? Ach so. Hm. Der Waschraum.
Oh, sehr gefährlich. Einfach mal so die Tasche stehen lassen, das ist nicht so gut. Könnte man sich einen Zacken aus der Krone brechen. Da leuchtet was Grünes. Ach, das ist der Generator. Ja, leck, Romeo. Ja gut, jetzt wo habe ich da irgendwen übersehen? Also, das kann ja überall sein, ne? Also, überall und nirgendwo. Nirgendwo vor allem. Da ist es wieder. Ach, naja, gut, Stoff ist natürlich nicht so wertvoll wie Blei, ne? Also. 77. Naja, gut, die Wahl ist gefallen, wa? Wer die Wahl hat, hat die Qual. Also irgendeiner ist noch... Ach, oben war ja auch noch eine Tür, wa? Ich hab ja oben noch ja nie alles. Na gut, der Kabin muss nochmal hoch, weil er ist Aufmerksamkeit 0000. Muss ja nur die andere Seite, da war ja hier auf. Da seht ihr, da könnte vielleicht rein theoretisch auch noch was sein. Ich mach mal einen Durchbruch. Ich hätte mal den Durchbruch auf der Seite machen sollen, Mann. Wem haben wir denn da? Und guck mal, wer da am Fenster ist. Jetzt habe ich nämlich das freigelegt und hätte den übersehen und der wäre jetzt da draußen rumgeflattert und geflattert und geflattert. Und ich wäre dann rausgekommen und hätte einen Flattermann gekriegt. Warum schreibe ich denn schon wieder mit denen? Die antworten doch eh nicht. Na du kleine Schlafmütze. Ich schick dir mal einen Pfeil. Oh, jetzt ist daneben. Oh, da sind aber Anzeigen. Die Anzeige ist raus, Junge, du. Warten Sie mal, ich kann nicht so weit. Das war ein bisschen zu radikal. Da ist doch noch Vogel da. Was für ein Vogel. Mann, ey, jetzt ist doch noch ein Vogel wach geworden. Was für ein Vogel, Alter. Ach so, du bist da draußen. Mach mal einen Kopf zu, Junge. Jetzt muss ich da Batman wegkriegen oder was? Oder wie? Ja, ich bin doch schon unterwegs, aber ich hab doch schon deinen Kumpel weggemacht, Mann. Was soll denn das da? Da waren zwei, ich hab bloß ihn gesehen. Hu, ha! Travemünde! Oh, Travemünde trifft nicht. Na komm, 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 komm. Ja, ja, du bist richtig. Ja, jetzt, 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 jetzt. Du hattest eine Chance gehabt. Ist ihm halt zu doof gewesen, das zu nutzen. Aber hier oben ist er ja nichts. So, warten Sie mal, aber wir hauen hier noch nicht ab. Ich muss nämlich noch mal hier so ein bisschen Platz schaffen. Nee, das Papier. Ach, weißt du was? Warte, da brauche ich ja so oder so. Dann schlurf ich das mal kurz weg. Und sehe, ich habe immer noch nicht mehr Platz als vorher. Naja, gut. Was könnte darin? Warten Sie mal. Nee, könnte nicht, weil es sind ja bloß hier Plätze. Ach, jetzt platzt mir der Kragen. Das ist doch... Oh. Schön. Ich so, was? Moment mal, da passt ja auch noch was drin. Ach so, ist ja schon drin. Ich hab den nie gesehen. Na gut. Das sollte eigentlich reichen. Ach ja, gut, wir werden sehen, wenn was runterfällt. Dann wissen wir, dass es nicht reicht. Haha. Oder ich mache es mir einfach und gehe zu Karo runter. Aber das wäre wieder zu einfach. Bewegungsgeschwindigkeit plus 1. Ach, wie ist da was? Wer braucht denn hier Bewegungsgeschwindigkeit 3000? Verdammt! Ja, gut, wie es war. Vielleicht schaffe ich das ja bis runter und dann mache ich das wieder raus und dann
muss ich trotzdem nochmal hinher. Naja, gut. Oh, wo hab ich... Oh, Alter, scheiße, ich hab ja nicht auf meine Zeitmäßig geachtet. Wo hab ich... Ach, ich hab natürlich einen E-Park. Ich will doch noch eine Quest machen. Noch eine Quest und ich muss die ja auch noch abgeben. Und wir haben jetzt schon 19 Uhr. Ach, Mann. Warten Sie, nee, warten Sie mal, ich muss mal... Ach so, jetzt hat er... Ach, ja, ach nee, kann ich einfach so... Ich renne schnell hin, gebe die Quest ab. Nee, ich muss erstmal in die Kiste. Schmeiße da rein und dann gleich nächste Quest und so. Genau. Genau so machen wir das. Hallo, Test, Test. Ja, es läuft. Oh. Hallo, Mr. Baum. Was machen Sie denn hier? Mitten im Wald. Sind Sie denn wahnsinnig? Oh, ich hatte Langeweile und da habe ich gedacht, ich treffe mich mit meinen Kumpels und gründe eine Partei. Partei? Hä? Wie jetzt? What? So, immer da lang und dann immer rum und dann zack, durchziehen. Und dann haben wir haben ja noch 2 Stunden Zeit. Also in-game 2 Stunden. Also real-time 2 Minuten oder ein bisschen über 2 Minuten, weil wir sind ja nicht hundertprozentig minutenmäßig unterwegs. Oh, ich sehe gerade, meine Karre sollte ich vorher reparieren und ein bisschen Benzin sollte ich hoch schmeißen, weil sonst wird es ein langer Weg nach Haus. Braucht doch ja nicht so lange drücken. So. Also abgeben, neue Quest nehmen, verkaufen und rausgeschmissen werden. Das ist meine Tic-Tac. Es sei... Wir haben einen neuen Händler. So, ich nehme diese Bücher. Oh, da ist, da ist schon wieder eine grüne. Aber ich kann mir eine blaue bauen. Okay, denn doch nicht. Also doch noch eine Quest hier. Aber die sind alle so weit weg. Das ist jetzt das nächste. Na gut, na gut. Ach, das kann auch weg. Das kann alles weg. Davon habe ich 1-2 Stück zu Hause, ne? Ach, shit drauf, weg damit. If there's nothing else, you best be on your way. Open? Ah, das kriegst du nicht. Das behalte ich alles. Das ist alles mir. Ein taktisches Sturmgewehr Stufe 2. Also Qualitätsstufe 2. Naja. Meins ist besser. Das ist ja schon Stufe 3. Müsste 3 sein, ne? Grün. Grau. Orange. Gelb. Grün. Nee, dann ist es gut. Dann ist es schon Stufe 4. Grau. Orange, gelb, grün. Ja, 4. Hatte recht. Ich habe jetzt nochmal durchgerechnet. Ja, ich hatte recht. So, warten Sie mal kurz. Ich kann hier... das hätte ich auch verkaufen können. Hätte Vogelkette? What? Naja, der Rest kommt in den Karren. Wir müssen ja eh wieder übernächtigen. Aussehen tut. Moment mal, das kann ja clean gemacht, denn das kann weg. Steine brauche ich nicht. Das bleibt hier, das bleibt hier, hier, das kommt, bleibt hier, das kommt, bleibt, geht. So, jetzt. Nee, Benzin war ja nicht drin, hatte ich ja schon drin geschaut gehabt. Ja, nee, das war nicht drin gewesen. Die Bandage kann ich nochmal wegnehmen. Gegen meine Lebensenergie. Trinken brauche ich ja sowieso. Naja, gut. Nie lange snocken, wir haben noch einen langen Weg vor uns, ne? Also. Zieh mal einen Finger, Junge. Und warum fährst du schon wieder in die falsche Richtung? Da lang. Also, bis gleich! Naja, gut, ist ja Militär. Also mindestens ein Militärfahrzeug ist da oder 2.
Ja, zum Glück kennen wir uns hier aus. Weiter in zwei Autos sind hier. Warten Sie mal kurz. Musstet in. Der hat aber ein. Naja, gut, wenn es ihm gefällt, ne? Ich bin der Letzte, der den freitig macht. Ich muss das doppelt lücken, weil anders ist das scheiße. Weil sonst kriegen wir nicht das Benzin. Da sind ja Minen. Na? Er nutzt die Minen nicht, die Sau. Diese Ferkel. Diese Schwein. Wir wussten ja jetzt hin, der Ene. Achso, der sitzt immer noch da oben drauf. Warte mal, kann ich den nicht jetzt hoch so? Sneaky. Piki. Alter, jetzt ist er richtig auf gespießt. Ich glaube, er ist jetzt ein bisschen erregt. Hat die nichts gebracht. Hallo, Spiel, jetzt nicht ruckeln, wollte ich gerade sagen. Ich musste nämlich alle Tiere wegkriegen, bevor wir die Quest starten. Dankeschön. Tja, das habe ich ja wieder komplett vergessen. Aber gut. Das kriegen wir schon hin. Jetzt aber. Spiel! Das ist keine Stadt. Das ist eine normale Gegend. Militärischerweise. Das ist alles gut. Und es ist auch nicht warm bei mir. Ich hab die Klima an. Bei mir sind nämlich gerade angenehme 22 Grad. Was man sagen würde. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, bei euch ist es nicht so krass. Feierster trinkt nicht. Das reicht, wenn ich Geld mache. Wusa. Wo warten Sie mal? Dann haben wir eigentlich so 2-3 Benzin. Wir kommen wieder zurück. Hin und zu. Ja, ja, ist doch gut. Alles gut. So, auf jeden Fall kann ich das dann gleich nochmal in den Tank drin schmeißen. Warte mal, ich muss die gleich wegmachen, weil sonst haben wir sie doppelt. Nachgeladen. Ich weiß, Kopf wäre besser, aber der war gerade nicht, stand hier gerade nicht zur Wahl. So, Benzin rin. Na, dann starten wir mal, wa? Den ganzen Kladatsch. Nichts wissen, was uns erwartet, ne? Ich hab gedacht, dass die jetzt gleich mit rauskommen. Naja, gut, hat nicht so funktioniert. So, und? Das war so klar. Minimi spielt schon wieder nicht mit. Dankeschön. Kriegt ihr doch noch vielleicht hin, so eins wie Munitionchen zu sparen. So, warten Sie mal kurz. Ich muss das mal kurz kaputt machen. Das war ja so klar. Andere Bandagen. Oh, ich wollte den aus der Luft. Das hat nicht funktioniert, aber das wäre cool gewesen. Da ist der Arsch. Also ich sehe den, da ist er. So, jetzt könnte ein bisschen radikal werden, weil jetzt sind sie nämlich voll euphorisiert. Oh, Spiel, nicht machen. Ich weiß nicht, was das ist. Das Spiel ist einfach heute schwierig. Hallo, Sie. Hihi. Ich habe Sachen gehört. Und warum ist denn jetzt auf einmal die Brücke hier kaputt? Achso.
Nicht, ach so, weil ich das weiß jetzt, aber... Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe jetzt auch eine CPU-Auslast von fast 4% gehabt. Das eigentlich ist das, also das ist noch im grünen Bereich bei mir. Aber der tanzt ja nicht schön rum. Ich weiß nicht, was das ist. Da muss ich mal wohl ein Auge drauf behalten, so, ne? Also. Ich möchte ja nichts kaputt machen. Moment. Was war denn das eben? Aber ich habe doch gerade die Lootet gehabt. Oder habe ich es mir bloß eingebildet? Und der Loot hat Puff gemacht. Der war einfach nicht mehr da. Sag mal, kann ich das mal kurz hier wegschießen? Das, ja, es funktioniert. Aber sollte nicht so, also so. Matschepampe. Matschepampe. Na, ihr's? Cool, dass ich die Tür, die Tür jetzt mitnutze, wa? Na, damit habt ihr nie gerechnet. Da waren sie voll perplex. Wie gesagt, das schrauben wir auch ab. Dann haben wir wenigstens die Möglichkeit. Noch 1-2 Meter Wegemeter zu machen. Ja, ja, das schaffen wir schon. Also benzinmäßig geht ja richtig heute drin. Ah, jetzt schon wieder 400, mehr als vorhin. Ja, das ist ja mal richtig nice. 500. Also jetzt gleich. Also jetzt. Also ich tät mal sagen, Benzin ist nicht der Problem. Erstmal. Was wie jetzt? Jetzt, wo ich das Ding abgebaut habe, oder was? Die war sich noch nicht so ganz schlüssig. Jetzt ist es. Achso, das ist da unten drin. So, ich muss aber trotzdem da hoch und dann muss ich noch immer vorher ringsherum abfahren. Mach den Kopf zu. Sieht von hier die? Ja, ich sehe sie. Und wie zu sehe. Hallo Sie. Sie haben was verloren. Sie haben was verloren. Kann man ja durchziehen. So, dann denselben Turm hoch. Ah, nee, Moment, ach so, kann ich auch von der Seite dann machen. Dann machen wir erstmal die Turmschienen und dann so, ne? Oh, das habe ich vorhin ja nicht gelootet. Oh mein Gott. Oh, und dasselbe Spiel wieder. Genau. So. Das ist jetzt kontraproduktiv. Warten Sie mal, ich gehe erstmal da alle in meine Karre schmeißen. Und außerdem wollte ich die anderen auch noch selten nicht wegfräsen. Habe ich ja wieder richtig gut gemacht. Oder kann in der Zwischenzeit clean gemacht werden. So ist das. Da geht doch. Eine Benzinblader rein. Sind genau da, wo es hingehört. So rum. Alter, das bumst hier ringsherum. Das ist ja mal richtig laut. Alter, ich hab schon wieder gerade alles im Visier gehabt. Nur nicht den Zombie. Hallo, Sie!
Haben Sie sich was getan? Mann, seien Sie vorsichtig. Hier ist Alphamin. So, gut. Jetzt erstmal darin. Eins. Warten Sie mal, ich lade nochmal alles nach. Also, diesmal ist mein Plan, die alle wieder in die Luft zu jagen. Also, warum? Sollte ich was ändern? Das hat sich ja letztes Mal bewährt. So, raus. Über die Brücke. Über sieben Brücken musst du gehen. Alle Zombies in die Luft jagen. Das ging aber... Oh, siehst du, das funktioniert. Warten Sie mal, ich gehe nochmal in diese Richtung. Ja, ja. Na, auf jeden Fall spare ich dadurch Munition. Also kann keiner sagen, dass ich nicht munitionssparender bin. Gut, ich sollte erstmal auf mich zukommen lassen. Er ist intelligenter, als ich gedacht habe. Wow. Schön außen rumlaufen. Das hat sehr, sehr viel Munition gespart. Und wir haben alle die geschafft. Wir sind alle tot. Wird ja auch angezeigt, ne? Also. So, na denn, wa? Gönnen wir unseren schönen... frönen wir unsere Sucht. Also, looten, mein Lieb. Achso, kannst ja nicht mehr zumachen. Gut, der ist ja so oder so tot. Ich gehe mal mit meinem Arsch auf die Seite, wa? Das ist für mich hier Sünder. Achso, mir wurde gesagt, ich kann mir eigentlich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, so ja, mein Schmelztier schon herstellen, wa? Ist durchaus möglich. Mal gucken, wenn wir zu Hause sind. Wie gesagt, danke für eure Tipps. So. Nö, aber sonst ist ja hier alles weg, ne? Also, ich meinte jetzt einen großen Stuff. Großer Staff, große Verantwortung. So, Moment mal. Na, was ich auf jeden Fall nochmal machen muss, sind die Triche. Also, das, da war schon mal mehr. Ach, naja, gut. Es wird ja so oder so wieder auftauchen. Warten Sie mal, ich gehe nochmal hier durch. Hey! Da hat ihn ein Messer runtergespült. Was für ein Drecksau. Gibt doch Verstopfung. Eine Schlange. Eine Schlange und ich treff die nicht. Jetzt habe ich sie getroffen. Ha! Ich hab dich getroffen, du blöde Schlange. Du kommst nicht mehr in den Garten. Eben. Verstehst du? Eben? Eben? Ja, gut. So, der nächste schlechte Witz. So, schaut's aus. Und nicht anders. Ich hab mich gerade eingebildet, ich hab da was jammern gehört. Wölfischerweise. So, dann würde ich mal sagen, erstmal da nach Hause. Dann übernachten wir da, dann kann ich nämlich nebenbei so kicken, was ich noch machen kann. Vor allen Dingen eine Schrutze bauen. Müsste ja jetzt... Ich hab das ganze Eisen eingelassen, ne? Das Stahl, ne? Oder? Oder habe ich mir letztes Mal nur Schrotzen neu gebaut? Das ist ja alles Mögliche. Was ist denn... Was ist denn heute los? Also. Wir schauen nach, ob der Karbin der Vergangenheit eine Schrotze gebaut hat. Täte es nicht sein. TDR es nachholen. Jawohl. Es sei, er war so vorausschauend und hatte Eisenfeisen. Also ein Stahl. Denn TDR sich einen Schmelztiegel bauen, täte es möglich sein und würde es sich selbst produzieren. Also er würde es sich selbst machen. Ha. Ups. Denn. Schaue eher nach. Aber ich bin mir sicher, dass ich irgendwas letztes Mal gemacht habe. Irgendwas muss ich gemacht haben. Bitte lass mir irgendwas gemacht haben.
liegt denn sonst da? Oh oh. Spikes habe ich gemacht. Siehst du, ich habe was gemacht. Bin ich komplett nutzlos. Naja, gut. Also, dann schauen wir mal nach. Schmelztiegel. Jawohl, ihr hattet recht. Und das Schöne ist, ich habe das ganze Eisen verbraucht. Ich könnte kotzen im Strahl. Ah, schauen Sie mal da. Ich habe so ja nur ihn. Ach ja, das ist ja mal richtig nice. So, warten Sie mal. Dann holen wir uns erstmal den ganzen Stuff, den ich dazu brauche. Brauche Ditte? Ich brauche Steine. Ja, zum Glück habe ich 300. Ja, du hast bloß 300. Alles klar, Junge. So, also, stelle er sich her. Ihr schmelzt das Tiel. Das sind ja bloß... Echt? Nee. Mir fehlen jetzt bloß ein paar Stück, dann kann ich mir noch einen bauen für den zweiten Schmelz. Da geht mir ja einen ab. Nice. So, gut, dann machen wir uns mal eine Pump-Action. Auf jeden Fall können wir schon mal Stahl herstellen. Das ist gut, dann können wir nicht mehr unsere Base aufwerten und alles schöner machen. So ungefähr. Pump-Action. Blau. Habe ich doch gesagt. Blau ist möglich. Oh, ich brauche 75. Du willst mich verarschen, oder? Na gut. Er kann sich fast eine bauen. Was? Ich weiß, dass ich da noch... Nee, gut, nee, dann fahr ich, müsste ich ja hin und her fahren. Nee, dann warte ich, bis mein Schmelztiegel fertig ist und dann kriegen wir so oder so hin. Das bekommen wir alles schon hin. Das ist gar kein Problem. Das ist machbar. So, Shotgun. Achso, Moment mal. Moment. Oh. Da muss ich hin. So, nochmal. Shotgun. Schild Pfeifen. Achso, warum ich denn da raus? Ich brauche doch die Feder noch. So, es fehle mir noch einmal Stahl. Dazu brauche er auch Eisen, weil er tätet ja einschmelzen müssen, der Hunk. So. Gut, dann könnte ich ja rein theoretisch schon mal was vorbereiten. Bereite er vor! Oh. Warten Sie mal kurz. Na gut. Bereite er vor, dass er das sich nochmal umüberlegt, dass er das da drin schmeißen tut. Tut er das? Tut. So, wie gesagt, eben angefangen. Hast du verloren. So, Kohle. Ich hab die Kohle. Yes. Moment, war da nicht noch ein bisschen? Ein bisschen. Genau richtig, ein bisschen. Aber wir haben ja Zeit. Wie es regnet. Ich glaube, meine Hütte ist undicht. Kling, plang, plung. Alter, ich bin hier im Keller. Und ich habe 97, ich bin 7... du tickst doch nicht richtig. Das kann ich nicht glauben. Das kann nicht wahr sein. So, bist du schon fertig? Wie lange dauert das? 14 Sekunden, dann kann ich den restlichen Stahl herstellen. Na los, mach mal Nähe. Papa braucht eine neue Knifte. Na gut, passt auf. Ich mach mal schnell einen Cut. Ich mach das allzu weit fertig. Ihr seht ja dann, wenn ich noch einen neuen Knift habe und dann nehme ich mal die Quest ab. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Pause gemacht, Video ist geguckt und Knifte dürfte jetzt fertig sein. Na, sag ich doch. Alles. Das Eisen müsste jetzt aber auch durch. Also, warten Sie mal kurz. Ist fast durch.
Warten Sie mal kurz. Oh, gut. Kann man machen. So, dann werde ich mal schnell die Teile wieder da reinschmeißen und dann können wir los. Moment mal, ich kann doch jetzt da quasi noch eine Mod oder zwei noch reinschmeißen. Das ist ja möglich jetzt. Ich habe ja wieder ein bisschen mehr Platz. Aber ich kann ja nicht hier so eine Mods reinschmeißen. Das stimmt ja, da war ja was. Das geht ja ja nicht. Kann ich wenigstens mit Laservisieren machen, dass ich den anblinzen kann? Hey, ich sehe dich nicht. Lass das. Das ist gemein. Gut. Okay. Dann lassen wir das. Gut, okay, also, schmeißen wir das hier rein. Ach, übrigens, ich hatte doch noch Kohle. Wir haben ja letztes Mal noch unten eine Kiste hingestellt. Und da war das auch drin, das Eisen. Die Kohle, meinte ich. Naja. Na los. Und dann gucken wir mal, was wir dafür bekommen. Hallo Sie. Nein, ich habe keine Zeit. Ich bin unter Druck. Ich habe eine Quest gemacht, die muss ich abgeben. Ich habe keine Zeit. Springen Sie einfach in den Fallen rein. Brauchen auch nicht sauber machen. Sie verschwinden ja so oder so. Das ganze Benzin darin, die macht unter das Bus die Hälfte voll. Was ist denn, was soll ein Uschi? Also, hui, 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 hui. Das wird uns aber teuer kosten, zu stehen kommen. Kosten stehen. Whatever. Gut, dann könnte ich ja rein theoretisch erstmal alles, was ich eingelagert habe. Da, was ist denn mit dir los? War doch mal geradeaus. In die Karre rin tun. Quasi auf dem Weg zurück. So, ich werde natürlich noch ein bisschen Munition einpacken. Und für morgen vorbereiten. Genau, das wollte ich sagen. So ungefähr wollte ich jetzt sagen. Ja, ja, ja. Alter, den kann ich ja quasi vor der... Also wenn ich vor der Horde... Noch ein bisschen Eisenschabber. Unsere Base schon auf Stahl aufwerten. Das täte nice sein. Ich glaube, das täte ich auch machen. Neben Munition herstellen natürlich, ne? Warten wir jetzt kurz. Ich kann sagen, ich habe da einen Laser eingebaut. Wo ist mein Laserpointer? Also. Der bringt überhaupt nichts. Der ist unscheinbar, da muss alles so ganz finden. Naja, gut, jetzt könnte ich vielleicht. Aber in der Finsternis, glaube ich, eher nicht. What? I never would have guessed you'd pull through. What? Water oder was? Water White oder was? Wir haben es geschafft. Auf zum nächsten Händler. Und dann in die Wüste. Das kann ich ja verbinden. So, warten Sie mal jetzt kurz. Open Sie das mal. Moment mal. Ich will bloß was gucken. Ich bin nämlich der Meinung, nee, kann ich noch nicht. Truck. Sag ich doch, die Teile fehlen mir noch. Aber sagen Sie mal, haben Sie nicht noch ein Chassis? Nö, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Naja, ist nie so schlimm. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und dann machen wir die 5er Questen freischalten und dann gleichzeitig zack in die Wüste. Aber erstmal bringt man den ganzen Scheiß nach Hause. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüss.